Es gibt keinen Grund, warum du bei diesen Halbentfernungen, diese Halbschwüngen, 40, 50, 60, 70 Meter, nicht so richtig erfolgreich sein kannst. Ich höre immer von Golfern, die sagen, wohin, also der volle Schwung mit Sandwedge oder Pitching Wedge, das kann ich richtig gut. Und die Bälle fliegen ziemlich weit und die fliegen immer die gleichen Entfernungen. Aber wenn ich die halbe Schwünge machen muss, dann muss ich mein Gefühl verwenden. Und ja, dann ist es einmal zu weit, zu kurz. Da habe ich wirklich Schwierigkeiten. So, ich werde dir zeigen, wie du das üben kannst. Und wenn du verschiedene Wedges hast, ich hoffe sehr, dass du ein Gap Wedge hast. Ein Gap Wedge ist natürlich der Schläger zwischen Pitching Wedge und Sandwedge. Dann hättest du drei extra Schwünge, die du wirklich abrufen kannst. Und es ist dann auch keine Glückssache. So, was wir jetzt gleich tun werden, wir werden mit unserem Lieblingsschläger anfangen. Wir werden einen halben Schwung lernen, üben. Und die Geschwindigkeit wird auch langsamer sein, aber die wird immer gleich sein. Wir werden gucken, dass wir den Ball gut treffen und dass der Ballflug immer gleich ist. Das ist wichtig, dass die Höhe des Ballfluges immer gleich ist. Okay, so mein Lieblingsschläger ist auf jeden Fall mein 58 Grad Sandwedge. Übrigens, ich habe ein 52 Grad Gap Wedge da und ein 46 Grad Pitching Wedge. So, der Unterschied ist 6 Grad zwischen den Schlägen. Ich finde das sehr wichtig, falls du ein extra Wedge kaufen möchtest. Hallo, ich hoffe, dass es dir gut geht. Das Video, das du jetzt schaust, ist das letzte Video, das ich in Südafrika gemacht habe, bevor ich nach Deutschland geflogen bin. Und ja, jetzt bin ich in Deutschland. Ich muss jetzt 2 Wochen in der Quarantäne sein. 5 Tage sind schon vorbei. Und ich bin jetzt in einem Ort, der Lüttelsburg heißt. Und hier werde ich Unterricht geben in dem Golfclub Lüttelsburg und auf der Insel Norderney. So, falls du Unterricht von mir bekommen möchtest, würde ich mich sehr freuen. Einen Link findest du unter dem Video und hier oben in der Ecke. Und ja, vielleicht sehen wir uns auf der Driving Range oder auf dem Platz hier in Deutschland. Würde mich sehr freuen. Viel Spaß beim Schauen des Videos. So, wenn du anfängst, geh zu Pitching Grün. Schau mal, dass die Lage erstmal gut ist, dass der Ball die gleiche Höhe ist wie das Grün und dass es windstill ist. Wir werden gleich mit dem Laser messen und ja, da sollte der Wind nicht wehen. So, ich fange an und fokussiere auf meinen Schwung, nicht auf das Ziel. Ich werde, nachdem ich den Ball geschlagen habe, gucken, wie er fliegt und wo er zur Ruhe kommt. Aber hier muss ich erstmal einfach spüren, dass Nummer 1, hier kommt es, der linke Arm parallel zum Boden ist. So, wenn du Rechtshänder bist, linker Arm parallel zum Boden. Und das musst du nur denken. Es kann sein, dass du ein bisschen höher bist oder ein bisschen kürzer. Das ist egal. Du musst nur immer das denken und das wiederholen. Und dann möchtest du ein ruhiger, lockerer, langsame Schwunggeschwindigkeit verwenden, die du gerne machst. Ja? Das musst du entscheiden, wie schnell oder langsam das ist. Du musst es nur wiederholen können. So, ich werde jetzt anfangen. Natürlich muss der Ballkontakt gut sein, sonst zählt die Länge nicht. Ich darf nicht da gucken. Ich denke hier nur Rückschwung und Schwunggeschwindigkeit. Ich war da zufrieden. So, jetzt kann ich das wiederholen. Gleiche Rückschwungentfernung und gleiche Geschwindigkeit. Und nach jedem Ball fragte ich, war das wie der letzte? Und ich finde, der Schwung war etwas zu schnell. So, ich muss ein bisschen langsamer. Ja, das war besser. Und guck ganz genau, wie der Ball fliegt. Okay, ich schlage vor, dass du wirklich
eine ganze Menge Bälle hier schlägst, dass du wirklich eine Tendenz siehst. Du musstest meine zwei Bälle, die ich gut getroffen habe, die waren alle drei gut, aber die zwei Bälle, mit denen ich gleiche Schwünge gemacht habe, sind genau auf der gleichen Höhe. So hoffentlich, nachdem ich 30 Bälle geschlagen habe, habe ich 20 Bälle auf der gleichen Höhe. Und wenn ich das getan habe, ist es Zeit zu messen. Und es ist immer bei mir, weil ich das wirklich sehr viel übe, 50 Meter, wenn ich mit meinem Sandwich den halben Schwung mache. So, ich habe hier ganz wichtige Informationen bekommen. Ich werde jetzt mein Gap Wedge nehmen und ich muss ein bisschen zurück, weil das Grün nicht groß genug ist. Und ich werde jetzt den gleichen Schwung verwenden. Gleiche Rückschwunglänge und gleiche Schwunggeschwindigkeit. Natürlich fliegt der Ball jetzt flacher und ich war aber da nicht zufrieden mit dem Kontakt. Ich denke hier Rückschwunglänge und Geschwindigkeit. Okay, und das werde ich jetzt 30 Mal mit meinem Gap Wedge machen und dann werde ich das auch messen und dann mit meinem Pitching Wedge. Und dann habe ich drei Entfernungen, die ich wirklich abrufen kann auf dem Platz, wenn ich diese Entfernung vom Grün bin. Ich kann dir sagen, das ist so ein Vorteil, diese Längen zu können, weil deine Mitspieler, kannst du glauben, haben große Schwierigkeiten dabei. So, bitte üb genau, wie ich das gezeigt habe. Schreib dann die Ergebnisse auf oder mach eine mentale Notiz und du wirst dann von hier wirklich das schaffen, mit einem Pitch und einem Putt ins Loch zu kommen. Okay, viel Spaß dabei, viel Spaß beim Trainieren.